Hallo ihr Lieben, ich war bei Picmondo shoppen und zwar habe ich mir einmal ein ganz großes Tablet gekauft, weil ich ein großes Bild habe mit einem viel weißen Hintergrund und ja, dann dachte ich mir, ich probiere das hier mal aus, dieses kleine Werkzeug, wo man einen Klebestreifen ranmacht und dann sich mehrere Steine aufrollt und dann in der Hoffnung, dass die gerade wieder da ankommen auf die Leinwand, wo sie hin sollen. Mal schauen. Bis dazu, ich habe mir noch einen kleinen Wachsaufsatz bestellt in Weiß. Mal schauen, ob der funktioniert. Dann habe ich ein Bild mit ganz, ganz viel Konfetti und dann dachte ich mir wenigstens, dass ich zwei, drei Farben mehr machen kann. Damit ich nicht nur an Düsschen auskippen und Steinchen rein. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich das Bild wirklich zu Ende machen. Könnte es hier an der Seite abgießen, dann wieder umfüllen und ihr könnt die auch stapeln. Das fand ich ganz gut. Hoffe ich doch. Nein, ihr könnt sie nebeneinander einhaken. So. Dann von oben, von oben. Der passt nicht. Naja, ja. Genau, die sind fest unterteilt. Auch praktisch. Kann auch nicht wegrutschen. Finde ich auch ganz gut. Dann habe ich mir noch mal einen Standard-Hook gekauft. Ich finde es ganz gut, dass ein kleiner, schmaler Aufsatz dabei ist. Ja, sehr schön. Und ich habe mir diese kleinen Bilderchen gekauft. In 15x15. Zum Probieren, weil ein richtig großes Bild habe ich gerade nicht gefunden. Was mir so zugesagt hat und ich mir auch jetzt gerade ganz viele Bilder gekauft habe und das packe ich jetzt durch aus. Zwischen 7 und 99 Jahren. Das schimmert auch so schön, ha? Seht ihr das? Schön verpackt mit einer kleinen Anleitung. Mal schauen. Vielleicht nehme ich, vielleicht nehme ich sie mit in den Garten. Wir waren jetzt ein paar Tage im Urlaub und ich habe versucht, im Urlaub zu painten. Ja, mit zwei Kindern in einem Freizeitpark. Ich war echt K.O. Da ging nichts mehr, auch mit dem Frühaufstehen. Schwierig, schwierig. So, also ich war früh wach, aber ich konnte in dem Zimmer nicht painten. So, wir haben hier einen kleinen süßen Drachen und ich bin gespannt, wie der rauskommt. Gucken, ob er das ranzoomt. Ja, ist der nicht putzig? Ich fand es so süß. Vielleicht nehme ich den mit dem Urlaub. Wir fahren jetzt noch mal ein paar Tage weg. Hübsch. Hartäckige Steinchen, 35 Farben. Also sehr, 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 sehr viel für so ein kleines Bildchen. Ihr habt nochmal so ein Standard-Hook dabei. Und ich fand diese Glitzerschiffchen so schön. Die fand ich so toll, deswegen habe ich mir die geholt. Mitunter. Hier ist nochmal ein bisschen dickerer Aufsatz. Einmal Wachsherzchen dabei und ein Squishy. Sehr schön. Und ganz viele Farben. Schöne bunte Farben. Ohne AB-Farbe ist auch dabei. 1, 2, 3 Farben. Ich schneide mal kurz den Ton raus und dann packen wir das Ganze mal aus. So.
So, dann schauen wir mal, ob ich das getrennt lagern kann. Haben wir hier eine schöne Nummer. Hier sind die Nummern. 879. Habe ich hier eine Nummer drauf zu stehen? Nein, habe ich nicht. Vielleicht finde ich sie ja noch. Ach, wenn nicht, packe ich sie in der Kiste. In die kleine Schachtel. Ach, guck mal, mit Versiegelung wird empfohlen. Na gut. Aber putzig. So. Ein Grünton, Rosatöne, Grüntöne, Rosé, ein bisschen Blau, Orange, eckige Steinchen sind's, Hartsteine sind's, ganz wenig Schwarz für die Augen und die Füßchen und ein bisschen Blau. Haben wir noch schöne Rosé-Töne, Lila-Töne. Das ist auch eine schöne Farbe. Bisschen gelb. Ich denke, das ist der Hintergrund. Und hier haben wir die 3er B-Farben, lila, rosa und grün. Sehr schön. Bin ich mal gespannt. So, wie kriege ich das jetzt wieder rein? Geht doch halbwegs. So. Einmal reinquetschen. Ach, ich lasse die Folie draußen. So. Passt es nicht. Bestimmt wegen unten. Gut, sage ich nachher. Zweite Bild, Neugier sieht. Genau, zwei kleine Bilderchen. Ich konnte mich auch nicht entscheiden. Wären wahrscheinlich auch mehr gewesen. So, was habe ich hier? Genau. So, ich habe den kleinen Tiger geholt. 39 Farben. Wahnsinn. Ich habe große Bilder, 50x50, die haben 39 Farben. Könnt ihr den sehen? Ist das scharf genug für euch? Wenn ich mal nicht so wackel. Ja, süß, oder? Ein kleines Äugchen und die Schnauze. Ein Ast wahrscheinlich. Ach, ist der süß. Eine große Tatze hier. Ja, ach, der hat auch AB-Farben. Drei Stück. Schön. Auch noch mal ein transparentes Schiffchen. Ein silberner Stift. Ach, naja, so. Transparent glitzernd. Passt zum Schiffchen. Hm. Schaut mal, schöne Gelb-Orange-Töne. Och, wie toll. So schön. Und so viel. Schöne Farben. Ich sage dir euch jetzt nicht, aber guckt doch mal, wie schöner Verlauf das denn geben wird mit den ganzen Tönen und Brauntönen. Was das für ein schöner Übergang ist.
ganz viele Grüntöne. Ah, hier ist Weiß. Ich kann ja mal kurz gucken, wo das Weiß hinkommt. Wahrscheinlich im Auge. Nein. In den Ohren. Schön. Ein Braun und ein Orangeton. Hübsch. Sehr hübsch. Das sind auch Hartsteine. Guckt mal, was für eine Palette für Farben sind an Braun- und Grüntönen. Wenn nicht so viel, ist da gar nicht los auf dem Bild. Bin ich ja mal gespannt. Aber ich kann nicht so viele Bilder anfangen. Ich hatte mal 3, jetzt habe ich wieder so viele angefangene Bilder. Was ist das schlimm. Es dauert dann ewig, bis ich eins fertig habe, weil ich so viele angefangen habe. Kann mich ja auch nicht zusammenreißen. Ne? Ich muss ja auch immer noch bestellen und dann wieder anfangen, weil die schöner als das andere sind. Sehr hübsch. Geht euch das auch so mit den Bildern? Ich meine, mich stört es nicht. Ich kann nach Lust und Laune dann painten, auf was ich Lust habe. Ja? Aber bei manchen Bildern muss ich mich erst quälen, dass ich daran sitze. So, das war's schon, ihr Lieben. Wie gesagt, ein bisschen Zubehör, 2 Bilderchen. Ha. Ein bisschen Snicksnack dazu. Genau. Ja. Wenn ihr sehen wollt und nicht verpassen wollt, wie die Bilder fertig gepaintet aussehen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen und auch für meine treuen Zuschauer. Vielen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.